Hallo ihr Lieben, ich stehe hier vor einem gepackten Präsentkorb und was bedeutet das? Wir fahren wieder in den Urlaub. Schweiz ins Wallis. Der Ort nennt sich Sion oder auch Sitten auf Deutsch. Und da waren wir jetzt schon zweimal, finden es aber super schön da und wir hoffen, es liegt noch Schnee. Zumindest soll es Schnee geben, laut unseren Infos. Ja, und für die Tauschpartner haben wir wieder was vorbereitet. Das steht jetzt alles hinter uns: frisch gebackenes Brot und alles, was wir so brauchen. Auch noch ein paar Sachen im Kühlschrank. Da steht die Tür noch offen. Nee, Quatsch, der Geschirrspüler. Den müssen wir noch ausräumen. Genau, und dann geht's jetzt los. Also viel Spaß bei unserem Schweiz-Trip. Morgen. So, unsere erste Nacht ist vorbei. Jetzt haben wir Frühstück gemacht. Brötchen sind aufgebacken. Haben wir gerade fast ein bisschen verpasst den Zeitpunkt. Aber dauert noch ein bisschen, bis wir uns mit dem Ofen auskennen, ne? Heute gibt es Knusperbrötchen. So, die selbstgemachte Erdbeermarmelade von unserem Tauschpartner. Sehr lecker. Panikkauf machen im Baumarkt, weil unsere Kinder Panik hatten. Steckdosen leisten, weil die meisten haben alle nur so einen Anschluss hier, so einen kleinen. Und wir brauchen aber die großen, dicken. Ja, so. Weil und? Für PlayStation ja. Und Laptop und Co. Die haben alle diese dicken Anschlüsse. Und in keine Steckdose passen hier unsere dicken Stecker rein. Und jetzt gab es tatsächlich nur eine Sorte von Verlängerungsschnur und auch keinen Adapter. Wo dann wirklich solche für dicke Stecker diese Buchsen dran waren. Wir haben jetzt direkt mal zwei gekauft und hoffen, unsere Jungs sind happy jetzt. Also war ein bisschen eine, teuer, ne? Eine hat 9 Euro gekostet. Oh. Ja. Also, nehmt einen Adapter mit. Wir haben es diesmal vergessen. Schaut mal, also da ist eine Kirche und genau da drunter ist unser Haus. Und hat mal einen herrlichen Blick hier ins Tal. Das ist echt mega. Ja, für Mittagessen machen wir jetzt mal einen kleinen Spaziergang. Genau, herrlicher Sonnenschein. Eigentlich auch nicht wirklich kalt, muss ich sagen. Das ist schön angenehm warm. Geht. Wir sind hier in Skimontur. Die normalen Jacken zu Hause gelassen. Der Kofferraum war eh schon ein bisschen voll. Deshalb haben wir gedacht, nehmen wir nur die Skijacken mit. Ja, wenn die Sonne scheint, ist es schon angenehm sehr warm. Ja, jetzt gucken wir uns ein bisschen die Gegend an hier. Genau, und dann bekommt ihr gleich ein paar schöne Ausblicke zum Genießen. Und ich drehe die Kamera mal, passt mal auf. Tada! Hammer, oder? Mit kleinen Jungs spielen. Aber bei dem Ausblick kann man schon mal durchdrehen, ne?
Wir sind in Weißenass? Weißenass, genau. Wenn wir das richtig aussprechen, wahrscheinlich ja. Nicht. Wir sind jetzt gerade an der Abfahrt. Da kommt einer runter geschlitzt gerade, ein Kleiner mit seinem Schlitten. Oder auch ohne Schlitten. Nee, das ist ohne Schlitten sogar. Na, das schafft man sogar so. Und ja, jetzt informieren wir uns mal, was es auch kosten würde, hier Skier auszuleihen.